Willkommen zurück, Leute, zu World of Warcraft Legion. Und ja, wir sind hier wieder mit der Nachtelfe natürlich. Immer noch am Anfang unserer Laufbahn. Und mir ist aufgefallen, ach, ich Dummerle brauche ja gar nicht immer die unterschiedlichen Klamotten anziehen und so weiter. Auch wenn das total Spaß macht und ich mich mega freue immer, hey, ich habe was Neues, da ist was Besseres. Wir haben Erbstücke und die sollten wir vielleicht anziehen. Erbstücke sind Kleidungsstücke, die quasi mitleveln. Und ihr seht hier, ich habe schon welche. Die gehen bis Level 100 und leveln sozusagen mit uns mit. Also so gut wie wir werden, so gut werden auch die Sachen. Das heißt, wir brauchen gar keine anderen Kleidungsstücke überwiegend höchstwahrscheinlich anziehen. Denn die werden höchstwahrscheinlich halt immer besser sein als das andere. Das läuft quasi aus, die Sachen hier aber nicht. Und deswegen wollen wir die jetzt auch mal fix anziehen. Jetzt muss ich die nur mal eben austauschen. Ich brauche auch neue Rucksäcke eigentlich noch, aber ist jetzt am Anfang nicht so wild. Im Moment haben wir nicht so viel Platz. Also ich habe jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5 Stück habe ich. Habe ich nicht sogar so schon 6? Naja, auf jeden Fall, im Moment sind es 5. Und es gibt aber auch größere Taschen mit mehr Plätzen. Und je mehr man dann halt einsammelt, vor allem wie ich, die dann immer erst später vielleicht manches wegschmeißt oder hinterher anguckt und austauscht und verkauft, bietet es sich an, etwas mehr Platz in den Taschen zu haben. Ja, zurück zu den Erbstücken. Die sind natürlich alle viel, viel besser. Das sehen wir hier auch an dem, ja, dem, wie nennt man das? An dem Interface-Add-on, was ich benutze, sodass der grüne Pfeil sagt ja auch, das ist alles viel, viel besser. Und das ziehen wir natürlich jetzt mal an. So, die haben wir alle reingezogen. Jetzt haben die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sachen sind das. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe alles drinne. Wunderbar. Das rüsten wir jetzt aus. Und schwupp sieht sie dann auch gleich komplett anders aus. Nicht gerade unbedingt attraktiver. Ich finde, sie sieht furchtbar aus. Aber die Sachen sind einfach besser. Ich glaube, andere Leute erkennen das auch als Erbstücke. Die findet man bei Händlern, also als ich angefangen habe mit dem Spielen, hat man mir direkt auch gesagt, komm, wir gehen jetzt erstmal los und holen dir Erbstücke. So, ich denke, hä, was ist das und so. Erstmal zum Laden gegangen, ich sage, ja, aber wie erkennt man die denn, woher weiß man das denn? Und ich denke am Anfang, also ohne dieses Hintergrundwissen, weiß man es halt auch wirklich einfach nicht. Und wenn man es dann weiß, dann hat man natürlich viel mehr davon, weil man halt am Anfang auch direkt viel stärker ist. Aber gut, wir wissen es, sehen jetzt blöd aus. Wir können uns hinterher aber auf jeden Fall schöner machen beim Transmogrifizierer oder Transmann, wie ich ihn nenne. Und wenn wir bei dem irgendwann ankommen, die finden wir nur in großen Städten, da findet man die Typen. Mal abgesehen davon, dass ich auch noch nicht so viel Gold habe, es kostet nämlich Gold, uns immer optisch zu verändern. Dafür sorge ich noch, dass ich dann etwas mehr Gold habe irgendwann. Ja, und da können wir uns dann optisch schön machen mit den Vorlagen, die wir sammeln über das Spiel hinaus. Und da ich jetzt schon mit dem anderen Account gesammelt habe, haben wir halt ganz viele Vorlagen. Das heißt, wir müssen eigentlich nur noch Level-Ups kriegen und stärker werden. Und schwupps, kann ich ganz viele verschiedene Outfits schon benutzen. Aber auch mit dem anderen Account bin ich noch dabei, immer Vorlagen zu sammeln. Also ich habe noch lange nicht alles, aber es ist jetzt auch nicht so, als könnte ich nicht schon ein paar schöne Sachen zusammenstellen. So, jetzt geht's weiter mit dem Questen. Priesterin Amora. Seid gegrüßt. Tränen des Mondes. Einst wurde Lady Satra von Elyn geliebt. Grasil und rein spann die Spinne ihre silbernen Fäden im Mondlicht, wo sie den Abendnebel einfing. Der silbrige Tau hatte starke Heilkräfte und wurde dann hier im Tempel aufbewahrt. Doch in jüngster Zeit ist Satra dem Wahnsinn verfallen. Auch die ihr nachfolgenden Generationen sind nun gefährdet. Findet Lady Satra Alixiel und beendet ihr Leiden. Sie hält sich nordöstlich von hier am Fluss auf, sammelt ihre silbrigen Spinndrüsen und bringt sie mir. Erhalte Lady Satras silbrige Spinndrüsen. Die Göttin schütze euch. So, dann haben wir hier noch die Schildwache Arynia Wolkenbruch. Die verzauberte Lichtung heißt der Quest. Man hat mich mit einer kleinen Gruppe Schildwachen hierher beordert, um den Orakelbaum von den Harpyern zu beschützen, die überall im Tal Nester gebaut haben. Versuchen sie langsam aber sicher zurückzudrängen. Beim Versuch des Orakelbaums, einen Läufer mit einem Bericht nach Danassos zu entsenden, wurde dieser von einer Gruppe eben jener Harpyen angegriffen und getötet. Wenn ihr glaubt, diese Aufgabe gewachsen zu sein, begebt euch zu ihren Nestern, erschlagt sie und bringt mir zum Beweis eurer Taten ihren Gürtel. Die Göttin schütze euch. Okay. Da das hier alles immer schön in der Nähe ist, machen wir das doch direkt mit unserem tollen neuen Erbstück
Sag ich mal Artefakte? Habe ich immer Artefakte gesagt? Erbstücke. Sind das auch Artefakte? Erbstücke meine ich natürlich. Ja. Man redet ohne zu denken, ne? So, auf jeden Fall haben wir jetzt die neuen Erbstücke-Sachen an. Nicht Artefakte, was rede ich? So, und ja. Damit müssen wir uns jetzt leider erstmal zufrieden geben. Wir müssen mit ihm los. Er wollte an mir vorbei. Ah, habt ihr gesehen? Ein Schuss und tot. So soll es sein. Das liegt natürlich jetzt daran, dass wir auch wesentlich stärker geworden sind. Wir ziehen das hier aber weiter durch. Weil gibt ja trotzdem Erfahrung. Da ist schon ein Gürtel. Zack, zack, zack. Das geht jetzt hier. Zack, zack. Weg mit den Harpien. 2 von 6. Können wir auch gleich noch nebenbei eigentlich unsere Pets weiter hoch kämpfen. Guck mal, mein Tigerchen, der kommt gar nicht hinterher, die Katze. 4 von 6. Das wurde schon eingesammelt. Euer Kopf wird eine ansehnliche Trophäe darstellen, Nachtelf. Nee, nee, nee. Oh Mann. So, wer hat mich jetzt angegriffen? Und wie komme ich da jetzt ran? So. 5 von 6. Da, du doofe Habier, willst dran glauben. 6 von 6. So, das war's schon. Wunderbar. Wenn wir reiten gelernt haben, wie gesagt, geht's auch noch mal schneller. Dauert noch ein bisschen. Was haben wir eigentlich für ein Level gerade? 11 schon. Na, komm. Ich glaube, auf Level 20 können wir reiten. Wenn ich mich nicht täusche. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Weil so oft, wie gesagt, habe ich jetzt noch nicht Charakter hochgelevelt. So, die sollten wir platt machen. Haben ja auch nichts zu verlieren. Was mit ihm? Dieses komische Palm-Ding. Der schimmernde Wedel. Das ist eine sonderbare, wedelbestückte Pflanze. Die Wedel der Pflanze schimmern im Dämmerlicht des Waldes und verleihen ihr eine wabernde, pulsierende Aura. Ihr glaubt, dass Denelan bestimmt gerne ein Exemplar davon hätte. Bringt Denelan einen der schimmernden Wedel. Er hält sich meistens am Al-Amersee auf, reist aber manchmal zur Hütte am Quell. Also entweder da oder halt woanders. Eine exotische Pflanzenart. Ich möchte reiten können, das geht dann viel schneller. Aber gut, schlagen wir uns durch die Wildnis ebenso. Groß Fips, ist der überhaupt da? Kommst du mal? Fipsi? Ist doch der richtige Fips, oder? Ja, passt schon, komm. Ich habe den jetzt auch, also privat, wenn ich mit der Blutelfe spiele. Da ist jetzt auch halt immer Nüsschen dabei, also Fips. Da wäre wieder ein Rehkitz zum Kämpfen. Und ich merke das halt auch immer, wenn ich mit meiner Blutelfe jetzt so im höheren Gebiet unterwegs bin, so scheiße, dass ich die da nicht leveln kann. Also nehme ich hier und da einen mit, wenn ihr nichts dagegen habt. Und machen unsere Pokémon-Kämpfe. So, Fips, zeig mal wieder, was du drauf hast. Ist ja nicht so schwer bei diesen Low-Leveln. So. Besiegt! Aber wir müssten mit unserem Pets tatsächlich auch mal eine andere Gegend langsam. Also, so viel Erfahrung kriegt der jetzt da auch nicht. Dann nehmen wir nochmal den mit und leveln vielleicht die Isis. Die ist noch nicht so weit. Hier mein kleiner Falke. Die ist jetzt Level 4. Da lohnt sich das noch, gegen Level 2er zu kämpfen. Dann pushen wir die direkt auch mal. Ich finde, wenn man schon Pets levelt, kann man auch gleich mehr als eins nehmen. Es ist natürlich cool, wenn man eins hat, aber gerade in so Petkämpfen später haben die Gegner ja auch 3. Ja, und wenn einer nicht so effektiv ist, dann, ne, dann hat man irgendwie Pech. Deswegen finde ich, lohnt es sich gleich halt, so verschiedene Arten zu leveln. Aber ich bin noch nie so weit gekommen, dass ich halt viele verschiedene Pets auf hohem Level hatte. Ich bin sehr gespannt auf spätere Petkämpfe, wenn die richtig gut sind. Wir wechseln wieder zu Isis. Weil so ein Flugpet ist doch sicherlich praktisch, denke ich mir. Weiß nicht, was das Rehkitz da immer macht. Das macht irgendwas frei. Stellt 15 Gesundheit her, 2 Runden. Okay, macht doch. Wir machen mal so ein bisschen Terror hier mit Adrenalinrausch. Irgendwie schön, wie das Rehkitz das macht. Nur ein bisschen blöd für uns.
Ja komm, mach mal ein bisschen mehr hier Adrenalin und so. Boom. Nee, wir wollen das jetzt nicht einfangen. Das süße Ding. Ist jetzt auch tot. Da kriegt Isis 39 Erfahrungspunkte. Wunderbar. Und da ist der blaue Kreisel. Meisel. Welcher ist es denn? Nicht doof. Ist das der schimmernde Wedel? Kommen wir da noch hin? Komm, mach mal erstmal die Spinne tot. Die nervt mich schon die ganze Zeit hier. Ich kann das nicht plündern. Die sollten wir auch töten. Das war mit den Spinnenfäden. Habe ich ja eigentlich erst gelesen. Da wartet schon das nächste Pet. Schon wieder 10 Minuten um, es geht so schnell. Da, das Kanickel. Ein elfisches Kaninchen. Habe ich schon ein elfisches Kaninchen? Und vor allem so ein braun-weiß gescheckes? Ich weiß es gar nicht. Komm, Isis. Los geht's. Wir greifen den mal an und fangen den, weil ich gar nicht weiß, ob ich den schon habe. Kann ja nicht schaden, ne? Hier Fips nebenbei haut er uns. So, jetzt können wir unseren Käfig machen. Und dann gehört es uns. Wuhu! Sehr schön. Und Isis hat Stufe 5 erreicht. So soll es sein. Und ich habe ein ungewöhnliches elfisches Kaninchen sogar gefangen. Das ist doch toll. Da freue ich mich. Achso, ich wollte jetzt hier die Pflanze ernten. Aber kann ich gar nicht. Weil ich gar keine Kräuterkunde gelernt habe. Das kann man nämlich nur, wenn man Kräuterkunde gelernt hat. Und mit meiner Blutelfe bin ich mit Kräuterkunde schon recht weit. Das ist gut. Na, was heißt recht weit? Also da geht natürlich noch was, aber... Ich bin jetzt auch nicht mehr ganz, ganz am Anfang. Und es macht auch Spaß, also so zwischendurch das Zeug zu sammeln. Da kann man auch mit Quests machen. Und ich glaube, ich hatte es irgendwie in den letzten Parts schon mal erwähnt, dass man halt verschiedene Berufe lernen kann. Was führt euch hierher? Die verzauberte Lichtung. Ihre scharfen Krallen und spitzen Schnäbel könnten eure Fähigkeiten auf eine harte Probe stellen. Ja, aber wir haben es ja geschafft. Ich bin beeindruckt, was ihr so in kurzer Zeit alles bewerkstelligt habt, Alex Diel. Ich würde euch am liebsten bitten, hier zu bleiben, mir bei meinen Pflichten zu helfen. Aber tief in meinem Herzen weiß ich, dass größere Aufgaben auf euch warten. Oh ja. Yeah, Stufe 12 sind wir. Level up. Friede sei mit euch. Ich bedauere, dass ich euch vor dieser Aufgabe stellen muss, so kein Problem. Der Wald traut um Lady Satra doch erst. Es musste getan werden. Ich hoffe, sie kann nun in Frieden ruhen. Danke. Asha Fella. Kein Problem. Immer wieder gern. Und hier ist jetzt auch dieser Spinnengeist, der Geist von ihr. Und die geht jetzt da davon. Die geht jetzt weg. War's mit ihr. Die haben wir getötet. Geist ist frei. Sie wird niemanden mehr quälen. So soll es sein. So, wir können hier was abgeben und da ist eine Menge was zum Abgeben. Daraus entstehen sicherlich wieder neue Quests. Nehme ich mal an. Oh, dauert das lange hier. Dahin zu laufen. Naja. Wir könnten uns, wie gesagt, so eine Eule holen. Möchten wir eine Eule? Nein, wir wollen keine Eule. Tschüss, Harpie. Ja, laufen wir mal ein Stückchen. Den kleinen Abstecher um den Baum herum. Bin ein bisschen verschnupft übrigens. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ein bisschen erkältet bin. Auf jeden Fall habe ich auch Heuschnupfen und voll die Allergie und niese immer rum und habe noch keine Tabletten und das schon die ganze Woche. Das ist echt blöd. Die muss ich mir unbedingt holen. Aber irgendwie weiß ich auch immer nicht, dann ist es jetzt ein bisschen auch erkältet oder ist es jetzt Heuschnupfen? Man weiß es heutzutage nicht. Aber es haben voll viele. Das ist mir schon aufgefallen. Also sehr mysteriös. So, wieder eine Kroneule, die sich mit uns anlegen wird. Oder eigentlich legen wir uns eher mit ihr an. Sie kann ja gar nichts dafür. Ja, das ging schnell. Ja, das ging wirklich schnell. Ich glaube, das sollte ich wirklich mit Isis eher machen. Wenn wir schon mal hier so in diesen Gebieten sind. Und da ist er auch schon, der Korytras... Korytras Monzorn. Monzorn. Monzorn.
sich in der Gegenwart des Orakelbaums zu finden ist, es fühlte man Weisheit, bla. Gemeinsam mit den Druiden hat der Orakelbaum das Wachstum Teldrassils sorgfältig im Auge behalten. Unsere Beobachtungen sind entmutigend, aber es ist nicht alles hoffnungslos. Der Baum erholt sich tatsächlich, nachdem er gesegnet wurde. Dennoch ist dieses Wachstum noch immer etwas verkümmert, eingeschränkt. Wir vermuten, dass ein Teil der Verderbnis noch immer im Baum verbleibt und noch bereinigt werden muss. Wir müssen diese Verderbnis einfach aufspüren. Sich auch so. So. Ich möchte, dass ihr noch einen letzten Mondbrunnen besucht. Er liegt direkt südlich von hier am Ufer der Teiche von Arisrien. Seid vorsichtig, wenn ihr euch dem Brunnen nähert und haltet eure Waffen bereit. Ich verspüre eine wachsende Verderbnis von den südlichen Ästen Teldrassils her. Sobald ihr das Wasser habt, möchte ich, dass ihr es zu einem vertrauten Gesicht bringt, den ihr dort an den Teichen begegnen werdet. Sie möchte die Verderbnis bekämpfen und nach euch persönlich, hat nach euch persönlich gefragt, fühlt die Turmalin-Fiole. Viel Glück. Ja, okay. Ja, ich mach das alles. Ich bin ein guter Mensch. Ich helfe, wo ich kann. Die Hütte am Quell. Da sind wir auch schon. Das ist ja auch die, der eine, hier, dem wir das letzte Mal geholfen haben mit seinen Pflanzen, ne? Relian Grünwipfel. Wart ihr schon am Quellsee, Alexiel? Habt ihr dort Bäumlinge gejagt? Naja, haben wir. Gut gemacht. Diese Tumore sind ein Symptom der Bäumlingskrankheit. Sie sind mit einem Gift gefüllt, von dem wir unser neues Land säubern müssen. Ich werde diese Tumore entsorgen. Danke, Alexiel. Okay. Da ist der Denalan. Moin, Denalan. Die Entstehung von Teldrassil war ein großer Erfolg, doch jetzt muss ich die Welt neu orientieren, um wieder ins Gleichgewicht zu finden. Habt ihr etwas für mich? Ja, wir haben diese schimmernden Wedel. Wo habt ihr das hier? So eine Pflanze habe ich seit meiner Exkursion in die Sümpfe des Elends nicht mehr gesehen. Das ist Jahrzehnte her. Wie erstaunlich, dass ein Exemplar es bis nach Teldrassil geschafft hat und wie hochgewachsen sie ist. Danke, Alexiel. Vergebt mir, dass ich so kurz angebunden bin, aber ich würde zu gern etwas mit diesem Wedel testen. Ja. Zum Beispiel die Grimmeiche. Ich habe es. Ich musste einfach hierher eilen, um euch zu finden. Es ist eigentlich... Ich stand doch die ganze Zeit da, musste doch gar nicht eilen. Es ist eigentlich so einfach. Die Verderbnis hat sich von Bäumling zu Bäumling verbreitet. Doch ein einziger von ihnen ist die Quelle. Grimmeiche wird von dem größten Tumor vergiftet, den ich je gesehen habe. Ich würde ihn sogar als riesengroß beschreiben. Grimmeiche lebte früher in einer Höhle in der Nähe meines Sees. Habt aber seitdem einen Schlupfwinkel im Nordosten des Quellsees gefunden. Alexiel macht Grimmeiche ausfindig und sammelt seinen Tumor ein. Entfernt den Ursprung dieser Verderbnis aus meiner Heimat. Ja. Die Göttin schütze euch. Da haben wir doch mal endlich hier einen, wieder einen Bosskampf. Hallo. Wir könnten Kürschnern lernen oder auch Lederverarbeitungsbedarf. Hier haben wir zum Beispiel Leute, bei denen wir etwas lernen können. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich lernen will. Aber die Tendenz ist groß, dass es wieder in sowas wie Kräuterkunde geht. Ich hatte auch die Idee, Inschriftenkunde zu lernen, wie gesagt. Ich bin außerhalb. Aber halt was Praktisches und irgendwie sowas für nebenbei. Archäologie mache ich halt mit meiner Blutelfe eher. Und dann denke ich mir, muss ich ja nicht zweimal denselben Job machen, ne? Man weiß nie, was man kriegt hier im Spiel. Ich will das mal sammeln. Also wahrscheinlich irgendwas, was ich mit der anderen nicht mache. Und da ich mit der anderen Kräuterkunde und Archäologie mache... Und da fehlt mir halt noch ein zweiter Hauptberuf mit der auch noch. Weiß ich noch nicht ganz, wie ich es am besten verteile. Ich weiß auch immer nicht, was passt denn gut. Da es beides Jäger sind, ist es eigentlich in dem Fall tatsächlich ein bisschen egal. So, da ist er, Grimmeiche. Hallo. Schon tot. Toller Bosskampf. So, wir haben den ekelhaften Tumor und eine Kroneule, die uns entgegenflattert. Die machen wir platt. Mit Isis. Isis muss ein bisschen stärker werden. Isis darf kämpfen. So, ja, Falke gegen Eule. Special. Tja, tja. Na. So. Mach sie fertig. Die Eule ist tot. Yeah. Und da freuen wir uns mit unserem geilen Helm. Der nicht so geil aussieht. So ein Knochenbogen. Hör auf, Fips. Immer haut er mich mit Nüssen. So gemein. Ja, jetzt geht's wieder zurück. Was auch sonst. Tü, 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 tü. Den Quest werde ich noch abgeben.
Und dann im nächsten Part zum anderen Fragezeichen oder so gerannt sein, wo wir auch noch ein Quest abgeben müssen. Den ganzen lila Lutschweg, den müssen wir uns ja nicht zusammen antun. Und den Hasen da auch noch mitnehmen? Der Kleine da, das elfische Kaninchen. Es wollte es doch so, sonst wäre es nicht da in der Ecke. Es will kämpfen. Komm her! Komm her! Komm her! Voll gemein eigentlich. Ach so. Jetzt ist es auf der Seite. Okay, kein Problem. Ach, wunderbar. Es ist noch nicht mal ganz gestorben. Noch ist es gestorben, oder? Komm her, Isis. Den letzten Schlag darfst du machen, sozusagen. Okay, es ist schon tot. Gewonnen, gewonnen, gewonnen. Das war etwas, Fips ist zu stark. Was haben wir hier? Ach, so ein Streifenhörnchen. Die sind ja ein bisschen kleiner als die Eichhörnchen. Ja, da beschwert sich Fips gleich wieder, weil ich mich um ein anderes Eichhörnchenwesen kümmere. Aber du bist echt zu stark, Fips. Du bist einfach zu stark. Ich glaube, Isis wird auch langsam zu stark hier. Ist halt eine super Gegend für kleine Pets, die tatsächlich so ganz am Anfang noch sind. Aber da man ja relativ schnell auch mit den Pets levelt, finde ich. Ja. Kann man da auch schon wieder das Gebiet fast wechseln? Bisschen Herausforderung muss ja auch sein. Juhu! Ja, das ist schön. So, jetzt laufe ich wieder voll fair hier oder so. Muss ich da lang? Muss ich lang? Ich verlaufe mich schon wieder. Ich glaube, da ist gut. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Ich laufe mal hier so durch die Büsche und dann bin ich auch schon da. Tada! Denalan, hast du den Sprung gesehen? Denalan! 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 Okay. Ich bin geehrt. Habt ihr Grimma hier schon gefunden, nach der Vier? Ich wusste doch, dass ihr bestens in der Lage sein würdet, den See von dieser schrecklichen Bestie zu befreien. Es ist schon traurig. Einst war Grimma eigentlich ein großer Anführer unter seinesgleichen. Aber die Verderbnis unterscheidet leider nicht zwischen dem Geringen und dem Edlen. Fips. Die Größe dieses Tumors ist erschreckend, aber ich muss ihn studieren, um mehr über diese Seuche herauszufinden, von der alle Bäumlinge betroffen sind. Danke. Viel Glück. Juhu, 50 Quests abgeschlossen, Stufe 13 erreicht, neue Fähigkeit verfügbar, Begleiter 2 rufen. Supi, jetzt können wir neben der Katze, die noch keinen Namen hat, ein zweites Tier uns holen, was vorher gar nicht ging. Also hätte ich es versucht. Ja, Stufe 13, auch für unser Tierchen nebenbei, damit mache ich einen Cut. Im nächsten Part geht es dann entweder hierhin oder dahin. Aber wir werden es dann sehen im nächsten Part von World of Warcraft. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.